Komm aber Leute, was geht ab? Ich bin Skyrocker und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Detektiv Conan News Folge hier am 14.04. In Japan ist es aktuell 3.09 Uhr, das heißt, wir haben eine Zeitdifferenz von knapp 7 Stunden. Also in knapp 10 Stunden, wenn dort die ersten Kinos ihre Pforte öffnen, können sich die ersten Detektiv Conan Fans den 21. Kinofilm Crimson Love Letter angucken. Das ist natürlich richtig geil. Wir hier zum Beispiel in Deutschland können ihn ja schon am 30.05. sehen, was gut ist, in der Originalsprache Japanisch mit deutschen Untertiteln. Wahrscheinlich auch in der Schweiz und in Österreich. Es gibt aber noch ein paar mehr Informationen, wo ich jetzt genauer eingehen will. Und zwar zusätzlich, also morgen, wird auch die 855. Episode ausgestrahlt. Und das ist eine Fillerfolge, die heißt ungefähr so das Rätsel des verschwundenen schwarzen Gürtels. Relativ nice, das heißt, man geht gediegen zum Kino und guckt sich danach noch die 855. Folge an. Richtig nice Sache. Woran ich auch mal jetzt kurz appellieren wollte, ist ja, One Piece ist der meistverkaufteste Manga aller Zeiten. Es gibt keinen, der öfter verkauft wurde. Und Detective Conan war zwar auch immer ganz gut präsent so, aber kam natürlich nie an die Verkaufszahlen von One Piece ran. Und jetzt gibt es aber eine ganz coole Sache, denn in Japan werden praktisch immer mal wieder die, die Charts gezeigt. Das heißt, wie hoch war die Quote, ja, von den jeweiligen Anime-Serien im TV. Und da muss man zum Beispiel sagen, dass in der 13. KW Detektiv Conan vor One Piece war. Jetzt in der 14. ist One Piece wieder auf Platz 4, ja, mit 7,9% Detektiv Conan 9 abgerutscht. Aber Detektiv Conan hält sich auf jeden Fall relativ wacker. Das heißt, aktuell ist die Popularität, zumindest im Fernsehen, relativ ausgeglichen zwischen One Piece und Detektiv Conan, ja. Das heißt, es gibt keine große Differenz, was relativ geil ist. Und jetzt frage ich mich aber hier in Deutschland, warum Detektiv Conan nicht so fame ist, ja, wie in Japan, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Natürlich ist es ein komplett anderes Klientel. One Piece ist actionlastiger, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Leute ansprechen, ja. Gerade durch diese Piraten-Ära, die aufgefrischt wird. Aber das wollte ich hier nur mal erwähnt haben. Auf Platz 1 ist Sazae-chan mit 12,8%, was natürlich einen immensen Marktteil ausmacht. Richtig nice Sache. Aber wie gesagt, TV ist ja nicht alles, sondern es geht ja in erster Linie auch um die Manga-Verkäufe, wobei es ja dann auch relativ finanziell gut geht, ja, weil die Werbung müssen finanziert werden, umso größeren Marktanteil praktisch die Serien dort haben, umso höhere Werbeeinnahmen können sie praktisch verlangen, ja, dass man dann irgendeine ausstrahlt. Von daher geht es ja Detektiv Conan bzw. Gojo Aoyama und Co. blendend. Jetzt gibt es noch eine andere coole Sache, denn es gibt eine Detektiv Conan App, die verlinke ich euch hier mal, ja. Könnt ihr euch über iTunes ziehen, Google Play Store Link oder sowas habe ich nicht gefunden. Über iTunes ist aber nicht so schlimm, denn mit der App, die ist erstmal kostenlos, könnt ihr jeden Tag kostenlos Comics von Detektiv Conan lesen. Der letzte Update, oder das letzte Update, besser gesagt, ist am 10. April rausgekommen. Eine relativ coole Sache. Größe sind knapp 40 MB. Auf jeden Fall kann man da mal vorbeigucken, auch wenn man nicht viel verstehen kann. Vielleicht gibt's ja da sogar eine interne Übersetzung. Aber auf jeden Fall alle Mann der Rede wert. Link schreibe ich euch auch in die Beschreibung ein, beziehungsweise verlinke ich euch. Ich hoffe, dieses kurze News-Video hat euch gefallen. Und ich kann euch mal sagen, vielleicht wird es morgen schon das erste Video geben, was so grob passiert. Von Detektiv Conan, 21. Kinofilm. Von daher bis zum nächsten Mal, euer Kaito Wakai.